was hinter dieser 25 Tonnen schweren Wand sich befindet, warum das Ganze für die Versorgungssicherheit der Stadt Salzburg so wichtig ist und warum hier regelmäßig Revisionen stattfinden, das schauen wir uns heute an. Aber zuerst müssen wir dieses Tor aufkriegen. Sie war ja auch schon immer offen, diese Tür, was man nicht alles fürs Fernsehen tut, ne? Markus ist umringt von grauem Beton. Hier ist er mit Sebastian Schuller verabredet. Bei ihrem Date geht es heute richtig heiß her. Schuld daran ist die Location. Du bist jetzt da im Heizkraftwerk Mitte. Das Heizkraftwerk Mitte ist das Herzstück unserer Strom- und Wärmeversorgung der Stadt Salzburg. Seit wann gibt es das Heizkraftwerk eigentlich? Das Heizkraftwerk Mitte, den Standort, gibt es seit 1955. Da haben wir gestartet mit der Fernwärme, zuerst mit wenigen Kunden, mit einem ganz kurzen Netz mit 7,5 Kilometer Leitungen. Und mittlerweile versorgen wir 22.000 Kundinnen und Kunden mit einer Fernwärmenetzlänge von 230 Kilometer, die sich von Hallein bis durch die ganze Stadt streckt. Das ist eine ordentliche Länge. Sebastian führt Markus durch die Anlage. Im Inneren wird es dabei immer wärmer. Mittlerweile komme ich mir vor wie in einer finnischen Sauna. Es ist schon richtig warm da herinnen. Wie oft macht sie einen Aufguss? Also, finde ich eine richtig gute Geschäftsidee. Aber unsere Hauptaufgabe ist eigentlich nicht aufgießen. Aber finde ich gut. Finde ich eine gute Idee. Aber normalerweise sind wir dazu da, im Winter Strom und Fernwärme zu produzieren. Vor allem dann Strom zu produzieren, wenn die Wasserkraft wenig produzieren kann, wenn der Regen in Österreich eben in den Bergen als Schnee liegen bleibt oder wenn wenig Sonne scheint, wenn wenig Wind geht, dann sind vor allem wir hier da gefragt mit unseren Heizkraftwerken, dass wir den Strom produzieren für die Versorgung der Stadt Salzburg. Und so quasi das Entscheidende da ist nur, wir haben einen Kraft-Wärme-Kopplungsprozess, das heißt, wir produzieren nicht nur Strom, sondern nutzen diese Wärme noch einen Stromprozess, auch noch als Abwärme und versorgen damit die Stadt mit Fernwärme. Damit kann die Energie bestmöglich genutzt und ein Top-Wirkungsgrad erreicht werden. Bitte nicht! Wir sind im Betrieb. An diesen Rädern darf wirklich nur das geschulte Fachpersonal vom Greentech-Unternehmen Salzburger AG drehen, denn jede Stellschraube muss im Heizkraftwerk richtig sitzen. Das ist in vielen Fällen gar nicht einfach, denn wenn die Anlage einmal zerlegt werden muss, fallen mehrere tausend Teile an. Das richtige Zusammensetzen kann da zum echten Problem werden. Das erfährt Markus aber erst etwas später. Wie lange habt ihr eigentlich an diesem Kraftwerk gebaut und warum grau? Gute Frage. Ja. Also, man hat 1998 gestartet mit dem Umbau des Heizkraftwerks. Man ist ja während des ganzen Betriebs hat man es umgebaut. Es sind immer Kesselanlagen in Betrieb gewesen und hat die Stadt trotzdem weiter versorgt und hat über 3 Jahre lang das Kraftwerk umgebaut. Und in der Farbgebung, wie du bestens erkannt hast, hat man damals von der Architektur her versucht, das Gebäude bestmöglich in die Stadt zu integrieren. Und warum die Farbe grau? Wenn man da hinten schaut, der Mönchsberg. Man hat sich von Maria Bleimbrig, vom Stadtblick her, orientiert und hat gesagt, man gleicht die Farbe dem Mönchsberg an. Und damit das Kraftwerk bestmöglich in die Stadt integriert wird und so quasi in der Landschaft mit einfließt. Es ist so wie bei der Mode, wenn man sie dunkel anzieht, wirkt man schlanker. Die gute Kraft, genau. Ja, da sprechen zwei wahre Modeexperten. Welchen Vorteil hat es, dass es mitten in der Stadt steht? Der größte Vorteil, dass wir mitten in der Stadt Strom und Wärme produzieren, ist, dass wir nah an unsere Kundinnen und Kunden sind. Das heißt, wir haben kurze Wege und durch kurze Wege ist es sehr effizient. Wir haben wenige Verluste, eben, um die zu versorgen. Für Markus geht es jetzt ab in die Leitstelle. Von hier aus werden die Wärme- und Stromproduktion im HKW Mitte gesteuert. Sag Stefan, was braucht es eigentlich, dass man so ein Kraftwerk betreiben kann? Also das Allerwichtigste für den Betrieb von einem Kraftwerk sind natürlich einmal die Mitarbeiter. Das sind unsere Schichtoperatoren, die das Kraftwerk am Laufen halten. Und im HKW Mitte ist es so, dass wir 12 Leute in der Schicht haben und die überwachen jedenfalls 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag die Anlage und schauen, dass alles funktioniert. Wie viele Haushalte versorgen wir jetzt eigentlich mit Energie bzw. Fernwärme und Strom? Also wenn man vom HKW Mitte ausgeht, im HKW Mitte können wir eine elektrische Leistung von ca. 85 Megawatt erzeugen.
Mit den 85 Megawatt rechnen wir ungefähr 60.000 Haushalte, die man mit Strom versorgen kann. Im Vorgespräch hast du schon mal gesagt, das ist nicht die Kaffeemaschine. Nein. Sondern das ist? Das ist unsere Gasturbine. Ja. Also die Gasturbine ist im Prinzip ein Flugzeugtriebwerk, was am Boden festgeschnallt ist. Mit der Energie, die die Gasturbine erzeugt, können wir 56 Megawatt elektrisch und ungefähr 100 MW thermisch erzeugen für die Stadt Salzburg. Und das Aggregat, das haben wir heuer im Sommer praktisch zerlegt, inspiziert und wieder zusammengebaut. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Das ist sie, die Gasturbine im Herzstück des Kraftwerks. In den vergangenen Monaten wurden sämtliche Bauten rundherum demontiert und die Turbine selbst in mehrere tausend Einzelteile zerlegt. Viele Teile mussten vollständig ausgetauscht werden, damit die Turbine ab Herbst wieder ordentlich Strom und Wärme erzeugen kann. Mittlerweile ist die Revision vorbei, denn immerhin steht die kalte Jahreszeit vor der Tür. Bei der Turbine trifft Markus Andreas Meixner. Andreas war bei der Planung und der Umsetzung der Revision hautnah mit dabei. Wir sind jetzt quasi im Herzstück der Fernwärmeversorgung und der Stromversorgung der Stadt Salzburg. Nämlich neben der Gasturbine, und der Stefan hat ja schon gesagt, die Gasturbine ist ein bisschen so vergleichbar mit einer Flugzeugturbine. Und die ist jetzt genau dahinter, oder? Die steht jetzt genau da hinter uns, fängt da vorne an und geht dann da hinten durch den ganzen Raum durch. Und es ist nichts anderes wie ein Flugzeugtriebwerk. Aber wir heben jetzt nicht ab, oder? Wir heben nicht ab. Nein, wir haben es fix am Boden montiert, damit nichts passieren kann. Alle 6 Jahre findet eine Revision statt. Warum muss man das machen? Die Teile innen, die sind nach 6 Jahren einfach kaputt. Ich meine, wenn man sich das anschaut, da drinnen in der Brennkammer, bei der Turbine haben wir 1100 Grad Celsius. Und das trifft auf die Schaufeln und das Material. Das leidet natürlich darunter. Und da hast uns du jetzt eine sogenannte Schaufel mitgenommen, oder? Richtig, ja. Das ist eine Schaufel, die wir ausgebaut haben. Da sieht man, dass die richtig schön verbraucht ist. Normal ist da die Beschichtung komplett weiß drauf und man sieht einfach, dass die Temperatur, die 1100 Grad schon ihren Eindruck hinterlassen hat drauf. Wie genau läuft eine solche Revision ab, also Step by Step? Wir haben mal da oben diese schwarzen Kanäle abgebaut, die mit einem Schwerlastkran dann hinaus transportiert auf den Werksinnenhof. Dort haben wir für die 2 Monate zwischengelagert. Dann haben wir die Gasturbine komplett zerlegt, die hier draußen noch gelagert. Dann haben wir den Generator eigentlich komplett zerlegt, weil wir den auch revidieren haben müssen. Das hat ungefähr gedauert dann bis knapp Ende Juli, haben alle Teile getauscht und dann haben wir die Gasturbine nur mehr wieder zusammengebaut. Das heißt, jetzt ist alles fix und fertig für den Winter heuer in Salzburg. Richtig, alles fix und fertig. Dann sagen wir danke fürs Gespräch und wie viel ist das Teil jetzt noch wert? Jetzt? Ja. Schrottpreis. Dann schenke ich das wieder. Danke. Danke. Das war es also wieder aus dem Heizkraftwerk Salzburg Mitte der Salzburg AG von der Revision der Gasturbine. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Wichtige Informationen zu unseren Sendungen gibt es hier und wir würden uns natürlich auch über ein Abo sehr, sehr freuen. Und jetzt schließen wir die Tore.